Glückwunsch! Schön, dass ihr am Start seid zu einem nächsten Currywurst-Test, in dem ihr bestimmt habt, wo ich hinfahre. Deshalb bin ich jetzt in Dortmund am Start. Wir machen einen Bundesländervergleich. Wir sind in NRW beim Wurstwilli. Das soll die absolute Nummer 1 sein. Ihr habt natürlich alles gescoutet, eure Kommentare, alles durchguckt hier in NRW. Abrissfaktor. Ich glaube, Lukas war auch schon da. Ja, und den werden wir testen und werden so gucken, wo sind die Unterschiede natürlich der einzelnen Bundesländer. Aber auch natürlich, wer ist die Nummer 1? Und das möchte ich euch am Schluss sagen. Wir gehen ab zum Wurstwilli. Bis gleich. Moin, moin, mein Lieber. Ja. Na, lebt sich das gut in Dortmund, oder? Ja, ja. Was kosten hier die Parkpreise? 4 Minuten 10 Cent. Bei uns kostet es 8-fache. Ja? In Hamburg, ja. Hamburg, ja. Hamburg kostet sehr viel. 8-fache? Ja, weiß nicht genau, aber ist schon teuer. Die nehmen uns aus wie die Weihnachtsgans da in Hamburg. Ich habe in Hamburg gelebt. Hast du gelebt? Ja. Hast dich mal auf dem Kiez ausgetobt, sei ehrlich. Im Laufhaus? Nee. Was glaubst du, erwartet uns hier, Ahmed, beim Wurstfilli? Eine Haramwurst. Da ist der gute Wurstfilli. Da bin ich wirklich gespannt, wirklich, wirklich gespannt. Alle aus den einzelnen Bundesländern immer, bei uns gibt es die einzig richtige Currywurst. So, diese Schlange an. Oh, scheiße. Ahmed, du musst dich an der Kappe jetzt anstellen für mich. Ich hol dir keine Haramwurst. Also, die netten Damen hier vom Grill sagen, wir dürfen hier ein paar Aufnahmen machen. Möchtet ihr auch was essen? Weil also, ihr Entschuldigung, zwei Currywurst-Pommes gerne, mit Rot-Weiß. Mit Rot-Weiß. Ich war schon wieder hier in meinem Film drin. Nur für uns einmal, was ist denn die Besonderheit von der Wurst in NRW oder generell auch bei Ihnen? Könnten wir das so sagen? Das ist eine Kräuterbratwurst. Kräuterbratwurst. Mhm. Ah. Okay, eine Kräuterwurst. Ich komme aus dem Norden, ne? Ich komme aus dem Norden, aus Hamburg. Also ihr habt es gehört, eine Kräuterbratwurst ist das hier. Boah, ich bin sehr gespannt, wie die schmeckt. Noch nie in NRW eine Currywurst gegessen. Jetzt erstmal die Pommes. Wunderbare Pommes. Optisch finde ich nicht besonders top. Sehen fast so aus, als wenn die noch müssen. Noch müssen, aber müssen nicht. Ach krass. Und die sind schön cremig von innen, also kartoffelig. Mayo, wunderbar, wie man Mayo kennt. Wenn es daran scheitert, wenn man so einen Currywurstladen aufmacht und nicht mal eine vernünftige Mayo hat, dann kannst du das Ding in Brand stecken. Es ist wirklich, dann hast du irgendwas im Leben falsch gemacht. Die haben eine gute Mayo genommen. Haben wir die Soße hier mit Pommes einmal. Leichte Schärfe drin, wunderbar. Das ist der erste Biss meiner NRW-Bratwurst. Hab gesehen, ich zitter. Ey, das war jetzt nicht gespielt. Schön scharf angeröstet von außen. Mm. Hat einen nicht perfekten Biss gehabt von der Konsistenz einfach der Wurst. Da war so ein bisschen dickeres Stück drin, hat mir nicht so gut gefallen. Schwer zu sagen, Leute, das ist echt spannend jetzt für mich. Ich habe ja auch nicht wenig Currywurst im Leben gegessen, das muss ich einmal dazu sagen. Hallo. Moin, moin. Wir kommen aus dem Norden. Wir kommen aus dem Norden, ja. Hamburg. Hamburg. Ja. Hier, Wurstwilli ist in Dortmund eine Institution. Ja. Und wenn ihr dieses Jahr aufsteigt, in der nächsten Saison also Erstliga tauglich seid, ja, dann schauen wir mal, ob das klappt. Dann könnt ihr euren Fans sagen, hier ist ein Stopp einzulegen. Alles klar? Ja, danke schön für die Info. Vielen Dank. Tschüss. Danke, ciao. Das ist eine ganz andere Nummer zu Hamburg. Wir werden auch noch zu Hamburg fahren in diesem Video, damit ihr den Vergleich habt. Deswegen sage ich da gar nicht so viel zu. Das ist auch eine ganz andere Nummer zu Berlin. Dieses dickdarmige, dieses, ich nenne mal diese Bläschen, die sich bilden auf der Wurst. Ganz anderes Erlebnis. Für mich ist diese Wurst in erster Linie jetzt erstmal, und ich muss einfach sagen, wie es ist, und es schmerzt mich immer sehr, aber es ist eine gute Wurst, aber keine besondere Wurst. Es ist eine vernünftige Wurst, aber keine besondere Wurst. Dieses, was ich gesagt habe, ein unglücklicher Biss erwischt, muss ich leider auch in die Bewertung reinnehmen, weil es jetzt das Einzige ist, was ich halt nun mal jetzt bewerten kann. Ich würde eine 7 von 10 geben. Ist vernünftig, ich habe jetzt aber keine Kräuter rausgeschmeckt. Pommes top. Soße war mir vielleicht sogar ein bisschen zu süß. Das mal individuell gesehen, war es trotzdem eine gute Soße. Vernünftige Wurst. Aber für mich jetzt nicht ausstechend, dass ich jetzt sage, in NRW, boah, da gibt es die beste Wurst. Und jetzt würde ich sagen, geht es erstmal nach Hamburg. Wäre jetzt der Biss nicht gewesen, der mich irritiert hat, hätte ich vielleicht eine 7,3 gegeben. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Das war einfach ungünstig gewolft oder ich weiß nicht, was das war. Aber stach einfach nicht raus. Komm mal auf, Ahmed. Das Ende hätten wir gekannt.
Ich muss einmal auf dämlich meine Jacke hier ranhalten. Ich wollte eigentlich keine Aufnahme gerade mehr. Wir müssen eine Sache noch bedenken. Ne? Wir fahren jetzt nach Hamburg. Ich mache hier gerade mehrere Videos gleichzeitig. Ich habe unter Umständen das Currywurst-Ranking zu tief angefangen zu ranken, weil ich noch keinen Plan hatte, wo der Weg hingeht. Ich kann nicht einen Fehler machen, wie beim Döner-Ranking voll weit oben starten und danach alle downgraden. Lieber Platz nach oben lassen. Und wenn wir jetzt in Hamburg gleich testen oder generell die Bewertung ich noch abgebe, denkt dran, der Abstand zu den Dönern, das ist ausschlaggebend, um zu gucken, wer ist jetzt besser, wer ist schlechter. Aber unter Umständen hätte man auch alle Currywurst weiter nach oben einordnen können. Das kann ich erst sagen, wenn ich noch mehr Currywurst getestet habe. Da müssen wir noch mehr ins Game reingehen. Jetzt geht's nach Hamburg. Ich sag euch, ich bin gerade raus aus dem Kamerafeeling. Ich habe gerade gepennt, der Einzige war Ahmed, ist gefahren. Nachi. Wir sind hier jetzt bei der Brutzelhütte in Harburg. Danke fürs Aufmerksam machen. Tatsächlich bei mir quasi um die Ecke. Also Hamburg-Harburg. Und ich habe das Ding noch nie gegessen. Jetzt haben wir den schönen Vergleich Hamburg. Da gucken wir mal, was besser ist. Und Berlin kommt danach. Da ist der Juli-Kollege. Eine ganz sympathische Hüttchen. Nur damit ihr einmal checkt, hier ist echt kleine Hütte, hier ist richtig viel los. Also gefühlt kann man hier kaum noch stehen. Also erstmal gilt zu sagen, sehr, sehr nettes Personal. Sehr, sehr nettes Personal. Übelst voll das Ding. Immer mehr Leute noch gekommen. Das war, ist doch geplatzt da drin alles. Ich will erstmal ein Stück Pommes hier. On point, so wie Pommes sein sollen. Das steht für Hamburg. Wirklich 1er Pommes. Genau die Currywurst, wie man sie in Hamburg kennt. Die hat diesen speziellen Charakter. Selbst in Buxtehude, im Wachtelimbiss gibt es diese Currywurst. Also vom Stil. Die benutzen ähnliche Würzmittel, benutzen eine ähnliche Wurst. Also ihr kriegt zum Schluss ja noch mein finales Statement zu dem Ganzen. Da werde ich euch auch was Interessantes zu sagen. Manchmal versagen mir auch die Worte, sage ich euch ehrlich, jetzt den Vergleich zu ziehen, euch zu beschreiben, die das nicht essen. Wo jetzt der genaue Unterschied ist, also geschmacklich einfach zwischen einer NRW-Wurst, einer Hamburg-Wurst oder gleich der Berliner Wurst, die kommt. Das ist wirklich verdammt schwer. Aber ich versuche es. Zum einen ist sowieso die Haut komplett anders. Wenn ihr euch die jetzt mal anguckt im Vergleich, das ist einfach von der Wurstart sowieso eine komplett andere Wurst. Alle, ich kenne die auch in Berlin, die benutzen alle eine komplett andere Wurst. Der Darm ist anders, der Biss ist teilweise komplett anders, Gewürze sind anders. Es ist von Grund auf ein ganz anderes Produkt. Eigentlich zu allen Currywurst zu sagen, kann man eigentlich nicht mal bringen. Theoretisch bräuchte alles für sich irgendeinen Begriff, meiner Meinung nach. Ich habe schon eine Tendenz, wie ich das Ganze zum Schluss nach dieser Ländertour, Länderreise beschreibe, weil dementsprechend fahren wir jetzt nach Berlin und ich werde euch dann das Ganze zusammenfassen, auch noch die Bewertung von diesem Spot. Aber mehr als das so zu beschreiben, wie eben, kann ich nicht. Wir sehen uns in Berlin. Wie versprochen, wir sind bei Curry Paule. Er ist auch höchstpersönlich am Start. Mit einer geilen Brille. Paule, mein Bester. Mann! Grüße dich. Hey! Ja. Grüß dich! Alles gut, oder? Stopp, einmal im Mikro dann anschauen. Achso, ja. Ich hab mich schon gewundert. Ich dachte, du hast. Ja, dann machen wir Mikro. Nee, aber das hat's noch gemacht. Und das war die gute? Hallo, Mirella. Grüß dich, Mirella. Hatten wir nicht letztes Mal auch das Vergnügen? An hübsche Frauen erinnert man sich immer. Ja, geil. Paule, deine Brille gefällt mir auch. Wir sind Brillencousins sozusagen. Keine Cousins. Du musst dir eine Farbe machen. Die nennen mich auch immer Jeffrey Dahmer. Der ist schon Massenmörder. Ach du Scheiße. Ja, der soll angeblich so aussehen wie ich. Ehrlich, ja? Ja, der soll echt so aussehen wie ich. Also, ich möchte noch mal ein Kompliment aussprechen. Ich war ja privat noch nicht hier, nur mal mit Kabel 1. Für mich persönlich beste Currywurst, die ich bisher gegessen habe in meinem Leben. Beschreib du doch mal selber deine Wurst, wenn du sagen müsstest, was macht die besser als jetzt die Konkurrenz? Das ist der Ketchup oder die Currysoße, das ist das Entscheidende. Ja? Also du solltest schon eine gute Qualität haben. Wir haben hier eine gute Qualität im Currywurst mit und ohne Bereich. Aber
entscheidend sind natürlich Pommes und die Currysoße, der Ketchup. Mhm. Das ist das, warum du wieder herkommst. Und das machst du auch selber alles? Das machen wir alles selber, das ist ein eigenes Rezept. Und was hast du hier für verschiedene Würste? Wir haben also hier eine Currywurst mit Darm, das ist also eine Dampfwurst. Die hat also eine Haut sozusagen. Mhm. Und dann haben wir die Berliner Currywurst, die ist ohne Darm. Wenn wir bei mir im Norden eine Currywurst essen, da ist ja auch Darm dran. Aber hier ist halt viel dicker, dieser Knackeffekt, dieses, als wäre die einfach die Wand dicker, also der Darm dicker als bei uns im Norden. Oder wie erklärt sich das, dass es so ein bisschen fester ist? Das kann ich dir erklären. Wir in Berlin verarbeiten die Dampfwurst und ihr verarbeitet die Bratwurst. Die Bratwurst hat auch einen Darm, weil die wird mit Senf gegessen, also die isst man im Brötchen. Und die ist von der Konsistenz ganz anders. Die ist nicht so kross gebraten, die ist so ein bisschen mehr weicher, sag ich mal. Und wir haben eben aufgrund des Schweinedarms, der praktisch um die Wurst drum ist, haben wir diese Knackigkeit. Okay, geil, geil. Dann habe ich das auch mal für mich erklärt. Also ich würde dann sagen, du machst mir einfach ganz normal eine Currywurst-Pommes mit deinen Soßen. Ich habe ja auch gerade schon gesehen, Paul, du machst hier noch nebenbei Verkaufsstand hier, ne? Was ist da los? Aber sehr ehrlich, schmeckt die genauso wie die, du auch jetzt hier verkaufst, oder was? Ich habe das nach einer besonderen Rezeptur gemacht und ich habe darauf sogar einen Gebrauchsmusterschutz erwirkt. Das heißt, ich habe ein Herstellungsverfahren entwickelt, was nur ich so benutzen kann und was ich habe schützen lassen. Mm. Und diese Currywurst schmeckt genauso wie bei mir am Stand. Und die kann man bei mir im Shop bestellen. www.feinkost.curry-paule.de. Das ist der Moment, wo ich bezahlt werden muss. Meine Currywurst ist die einzige, kannst du kalt essen. Wenn du 3,8 im Turm hast und du machst sie abends auf, ballerst du die weg und... Ist da jetzt schon meine Wurst hier, oder? Das ist deine Wurst, ja, mein Lieber. Sei ehrlich, Paul, stehst du auch selber so noch in deinem Tresen oft oder war das jetzt Zufall? Nee, das war ja Zufall gewesen, mein Lieber. Ja, also sonst stehst du nicht mehr in deinem Tresen? Nein, ich komme und wir reden und wir machen unser Programm und so weiter und dann sehe ich natürlich so aus. Ich habe Arbeitssachen an, ist ja ganz klar. Ja, jetzt mag ich dir deine Pommes. Wie willst du ja, mit Mayo oder einfach nur so? Die Pommes nehme ich auch noch mit Mayo, ja. Am Rand oder quer rüber? Am Rand langt, am Rand. Am Rand. Das ist meine Mayo, die ist nach meinem Rezept gemacht. Die man nicht in deinem Shop kaufen kann wahrscheinlich. Die kann man nicht kaufen, die ist wirklich nur für meinen Imbiss. Ja. Aber an Großkunden verkaufe ich es. Okay, dann werde ich hier mal direkt reinsnacken, Paul. Mach mal. Ja, die ist einfach anders, oder die Wurst, sage ich so von mir. Weil die einfach, wenn ihr reinbeißt, die Außenhaut, also der Darm, die es reinknackt. Das ist so, als wenn sich wie ein Lauffeuer in eurem Mund ausbreitet. Und das ist einfach hier special und das habe ich so bei keiner anderen Wurst gehabt vorher. Ihr wisst ja, ich bin Röster um Holle. Da breitet sich einfach dieser Geschmack aus im Mund und eine schöne Currynote in der Wurst drin. Also Paul, ich sag dir, die ist kein Tag schlechter als am ersten Tag. Ja, da bin ich ja zufrieden, du. Die Pommes habe ich dir ein bisschen mehr kross gemacht. Das ist ja auch, was die meisten nicht auf die Kette kriegen. Du gehst zum Currywurstladen und die Pommes sind scheiße. Dann denke ich mir, was hast du falsch gemacht, dass du eine Imbissbude hast und die Pommes scheiße sind? Ich sag mal, die brauchen eine gewisse Verweilzeit in der Fritteuse. Mhm. Und wenn sie die nicht haben, jetzt du hast richtig knackige Ding erwischt jetzt. Ist gut, oder? Ist gut. Optimal, Paul. Bisher sind wir auf der Currywurstreise am Anfang. Ist für mich die Vorzeige-Currywurst. Sanft, entspannt, nicht dieses Penetrante. Also, ja, ich würde sagen, ich snack hier auf. Paul, du hast dich wieder mal selbst übertroffen. Ich danke dir. Ja. Du, ich lade dich nächste Mal ein. Wir haben bald eine neue Eröffnung in Berlin-Britz. Und vielleicht hast du Zeit und kommst mal vorbei. Das wäre geil. Das wäre geil. Machen wir, Paul. Also zurück in Hamburg zur Endbewertung. Die Reihenfolge widerspricht ein bisschen der Drehaufnahmen, in welcher Reihenfolge wir das aufgenommen haben. Aber ich kann euch Folgendes sagen. Erstmal, zur Wurst in Hamburg, da hätte ich eine 7,8 Punkte gegeben. Paul, sage ich euch ehrlich, und da habe ich das erste Mal, und ich hoffe, ihr freut euch eher über meine Ehrlichkeit, als statt ich jetzt irgendeinen Mist rede. Ich gebe zu, ich war bei dem zu voll gefressen. Ich dachte, weil ich den kenne und das damals mein Lieblingswurst war, könnte ich das ganz normal bewerten und einordnen. Aber das kann ich nicht. Ich kann an dieser Stelle Curry Paul keine Punktzahl geben. Ich blende die von allen anderen Currywurst-Dingern noch ein. Vom Vergleich Currywurst, da kann ich für mich einfach nur sagen, NRW, Berlin, Hamburg ist nichts besser. Da kann man nicht sagen, die eine ist besser als die andere. Sie sind alle unterschiedlich und jeder wird seine eigenen Gewinner haben in diesem Match. Aber es sind grundlegend drei andere Produkte. 100%. Da ist nichts besser und nichts schlechter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Knallt mir eure Empfehlung rein, wenn ihr noch ein Currywurst-Video sehen wollt. Das werde ich jetzt davon abhängig machen, wie doll der Daumen oben knallt und wie viele Kommentare da sind. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.